Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir vertreiben erst einmal die Gerudo, bevor wir hier weitermachen, oder weitermachen können eher gesagt. Und schon sind sie weg. Mir fällt gerade mal auf, wie unrealistisch groß diese Wespen eigentlich sind im Spiel, ne? Voll die Riesenwespen, irgendwie so Mörderwespen. Naja, eine Schatztruhe. Du hast den Fanghaken erhalten. Mit seiner Hilfe kannst du ansonsten unerreichbare Bereiche betreten. Halte den entsprechenden Knopf gedrückt, ziele mit dem Control-Stick und lasse den Knopf los, um den Fanghaken abzufeuern. Sehr schön, ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand. Und schaut mal, da vorne ist ein Sora-Ei. Das erste von vielen. Ja, und ich würde sagen, wir rüsten einfach mal den Haken aus. Und eine Flasche. Ach, wo ich gerade das rote Elixier sehe. Ach, ich habe voll vergessen, das abzugeben. Oh, das wäre klug gewesen, hätte ich das als erstes gemacht eigentlich. Egal. Was wir damit machen, das erfahrt ihr gleich noch. Jo, jetzt wird erstmal das Ei geholt. Also, wir können uns mit dem Haken eben überall ranziehen. Eigentlich überall, aber an Holz und an irgendwelche Säulen und so. Jo, jetzt wird aber erstmal das Ei eingesammelt. Du hast ein Sora-Ei in einer Flasche verstaut. Es sieht nicht sehr gesund aus. Du solltest es rasch von einer fachkundigen Person untersuchen lassen. Jetzt müssten sich in dieser Festung noch 3 Sora-Eier befinden. Holen wir sie uns. Ja, machen wir. Keine Sorge. Ne? Aber erstmal schauen wir, was wir mit dem roten Elixier machen können. Ach, da ärgere ich mich wirklich. Da kriegt man nämlich eine ganz tolle Maske hier im Dungeon. Also Dungeon. In Anführungszeichen. Die macht einem das Schleichen eigentlich deutlich leichter. Naja. So, als erstes brauchen wir das Auge der Wahrheit. Ich mal so ein bisschen Gegenstände hin und her. Jo, und zwar muss ich mal gucken, wo die Gerudo da unten rumlaufen gerade. Nicht, dass ich hier erwischt werde. Und zwar sitzt hier vorne ein Typ. Hallöchen. Huch, sag nicht das. Ich bin Shiro, ich gehöre zur Stadtwache, aber mich bemerkt nie jemand. Ich dachte, wenn ich etwas Großes vollbringe, falle ich auf. Also habe ich mich in die Piratenfestung geschlichen, aber das ging schief. Niemand hat meinen Hilferuf gehört, nicht mal die Piraten. Ich falle eben nicht mehr auf als ein gewöhnlicher Stein. Ich hätte da eine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Ja, und dafür haben wir eben dieses Elixier eigentlich besorgt. Ah, das ist es das? Ich glaube, ich fühle mich besser. Danke. Oh, hier, als Dankeschön. Yay, du hast die Felsmaske erhalten. Legst du sie an, wird deine Erscheinung so unauffällig sein wie ein Stein am Wegesrand. Der verschollene Soldat. Erledigt. Du hast dem unauffälligen Soldaten geholfen. Sehr schön. So, dann nichts wie weg. Bis dann. Ja, und diese Maske, die ist halt wirklich super, 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 super nützlich. Denn wenn man die aufsetzt, dann erwischen einen die Gerudo nicht mehr. Also die sehen einen einfach nicht, weil wir so unauffällig sind. Eben wie diese komische Stadtwache. Ja, eigentlich eine sehr, sehr coole Maske. So, wir müssen da noch ein Foto von den Gerudo machen. Ne? Das können wir jetzt auch mal eben erledigen. So, und ansonsten würde ich sagen, suchen wir jetzt einfach mal die ganzen Eier. Tja, wo waren wir denn noch nicht? Also wir können uns ja mit dem Haken an diese Säulen ranziehen. Und Orte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Von daher würde ich sagen, orientieren wir uns mal so ein bisschen an den Säulen wirklich auch.
Diese Steinmaske, die gab es übrigens auf dem Nintendo 64 ganz woanders. Also da musste man woanders hinlatschen. Und hier auf dem 3DS haben sie es halt direkt in diese Festung hier reingeballert. Beziehungsweise diese Stadtwache hier reingeballert. Ja, weil die hier halt Sinn macht, die Maske, ne? Macht auch Sinn, die hier zu bekommen. Oh, das sieht aber nach einer wichtigen Schatztruhe aus. Oh, ein silberner Rubin. Die wundern sich auch gar nicht, dass hier die Schatztruhe einfach so aufgegangen ist. Naja. Aha. Bis hierher und nicht weiter. Hast du etwa geglaubt, du könntest uns mit dieser Maske täuschen? Natürlich nicht. Holy moly, ein Mittelboss. Ah, gute Kämpferin auf jeden Fall. Sehr schön, und das war's schon. Uff, nicht übel, aber glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Naja, genau genommen ist es vorbei, oder nicht? Haben wir das nicht geschafft? Naja, lassen wir mal so im Raum stehen. Apropos Raum, was ist das hier eigentlich für ein Raum? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Lagerraum, ne? Hier sind so Fässer drin und so. Ich denke mal, oh, hier ist der Alkoholschrank. Naja. Oh, sehr schön. Da haben wir das nächste Sora-Ei. Ach, und ein paar Herzchen und so kriegen wir auch noch. Wundervoll. Dann würde ich sagen, packen wir das nächste Ei ein. Zum Glück haben wir ja bereits 4 Flaschen. Das heißt, wir können jetzt hier alle Eier auch direkt einsacken. Du hast ein Sora-Ei in einer Flasche verstaut. Oh, 2 sind noch übrig. Ja, also wenn man weniger hat als 2... 2 sage ich schon. Wenn man weniger hat als 4 Flaschen, dann muss man halt immer wieder hierher zurückgehen. Nachdem man zwischenzeitlich im Labor war und da eben, ja, Eier abgegeben hat. Tjo, wo geht's denn jetzt weiter? Wo waren wir denn noch nicht? Tja, ich glaube da oben zum Beispiel, da waren wir auch noch nicht, also da links halt. Kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Ah, nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Also ihr seht schon die deutlichen Vorteile durch diese Steinmaske, die ist schon wirklich extrem nützlich. Halt! Wir lassen uns durch diese Maske nicht täuschen. Naja. Ist ja wieder eine, die hier groß mit ihren Schwertern rumschwingt. Wann kann ich die denn angreifen? Die Mechanik irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, immer wenn sie gerade anfängt, mich anzugreifen, dann kann ich sie auch angreifen. Uff, glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Sehr schön. Das heißt, da haben wir schon das nächste Sora-Ei. Oh, diesmal hier von großen Fischen bewacht. Und dafür gibt es als zusätzliche Belohnung noch so eine kleine Schatztruhe. Gewechselt. Achso, und ich muss im Inventar so ein bisschen hin und her schieben. Genau, eine Flasche. Oh. Alter Schwede, halten die viel aus? War da nicht noch ein zweiter Fisch? Habe ich den schon mitgekillt? Oh, die haben schon mitgekillt anscheinend. Ein roter Rubin. Sehr schön. Und das nächste Ei. Tja, wo ist das letzte Ei, ist jetzt die Frage. Du hast ein Sora-Ei in einer Flasche verstaut. Sehr schön.
Jetzt müsste sich in dieser Festung noch ein Ei befinden. Holen wir es uns. Also wo die Eier hier versteckt sind, das weiß ich wirklich auch nicht. Also das muss ich mir auch so ein bisschen erschließen, beziehungsweise ich muss es erraten. Tja, wo waren wir denn noch nicht? Also da waren wir jetzt schon, da waren wir vielleicht hier im rechten Bereich irgendwo noch. Beispielsweise da. Boah, ja, wirklich gar keine Ahnung. Kommen wir denn hier hin? Oder kommt man da wieder nach außen? Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ah ja, da sind wir wieder im Außenbereich. Also mit dem Haken können wir uns übrigens auch hier hochziehen. Also wenn wir jetzt erwischt werden... Also wir werden nicht erwischt wegen der Steinmaske. Aber wenn wir erwischt werden würden, könnten wir uns hier wieder ranziehen. Das ist halt so eine Abkürzung, ne? Also wenn man einmal den Fanghaken hat, dann darf man so ein bisschen abkürzen, das Ganze. Ja, das schaut doch hier richtig aus, oder nicht? Schon wieder eine Geschichte, die dezent leichter ist durch die Steinmaske. Halt! Wir lassen uns durch diese Maske nicht täuschen. Ja, ja. Ja, einfach immer drauf. Keine Ahnung. So halb die Taktik verstanden anscheinend nur. Uff, glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Wie schon gesagt, also so in der Angriffsanimation kann man offensichtlich selber angreifen, aber es hat jetzt auch nicht immer funktioniert, seltsamerweise. Jo, ich glaube, das war es übrigens auch mit der Steinmaske, zumindest fürs Erste. Ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Und das Schöne ist, wir haben alle Sora-Eier gefunden. Zumindest alle, die man hier in der Piratenfestung finden kann. Du hast ein Sora-Ei in einer Flasche verstaut. Wir haben uns alle Sora-Eier aus dieser Festung zurückgeholt. Hauen wir hier ab. Genau, das war es nämlich hier erst einmal. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal. Haben wir uns überhaupt das Musikinstrument schon angeschaut? Ich glaube nicht. Also ich meine, es ist natürlich offensichtlich, dass wir eine Gitarre haben. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Ich liebe es halt, dass man mit jeder Verwandlung ein anderes Instrument bekommt. Das finde ich so cool. So, auf zur Schädelküste, Leute. Okidoki, hier haben wir natürlich auch noch was zu tun. Nicht nur, dass wir noch Eier suchen müssen, sondern wir müssen auch erstmal welche abgeben. Oh, endlich du gekommen bist. Gewartet, ich habe auf dich. Wo sind die Eier? Sieben an der Zahl sind rasch von oben ins Aquarium zu legen. Naja, mach ich ja. Ich muss mich einfach nur in die Mitte stellen. Okay. Jetzt wieder ein bisschen Inventar sortieren. Ist ein bisschen nervig mit dem Touchscreen. Als ob die Eier da durchpassen würden durch das Gitter. Das Gitter ist, glaube ich, eigentlich viel zu fein dafür. Also fein strukturiert, meine ich. Nummer 3,
Da ist Nummer 4. Ansonsten den Greifhaken werde ich, denke ich mal, erstmal noch brauchen. Und. Die Sora-Maske ziehe ich mir auf die Buttons. Ja, sollte passen. Sehr schön. Also 4 Stück haben wir abgegeben. Dann suchen wir mal die restlichen. Achso, übrigens so zur Erklärung mit den Gegenständen. Ich lege mir halt immer auf X und Y die Gegenstände, die ich häufig verwende. Und auf den Touchscreen lege ich mir die Sachen, die ich eher selten benutze. Macht ja auch Sinn, ne? Epona steht übrigens immer noch da vorne. So ein treues Pferdchen. Es bleibt genau an der Stelle stehen, wo ich es abgestellt habe. Hallöchen. Es tut mir leid, aber ich habe nichts, was ich mit dir teilen könnte. Hilf mir, bitte bring mich in die Gewässer nahe der Nadelfelsen. So, das Bild einer Piratin will er haben. Habe ich zufälligerweise. Oh, das ist es. Genau so ein Bild wollte ich haben. Du bist ein cleveres Kerlchen. Du wirst es mir doch geben, oder? Als Gegenleistung gebe ich dir dies. Du hast ein Seepferdchen erhalten. Bring es rasch zu seiner Heimat nahe der Nadelfelsen. Die Rettung des Seepferdchens. Du hast das Seepferdchen gerettet. Ich danke dir. Rasch bring mich zurück in die Gewässer nahe der Nadelfelsen. Das Coole ist halt, dass man nicht nur das Seepferdchen bekommt, sondern man kriegt auch eine Flasche. Das heißt, wir haben schon 5 Flaschen. Und ich glaube, es gibt im Spiel 6 Flaschen. Ich meine, es gibt 6 Flaschen. Also haben wir sogar schon fast alle Flaschen zusammen. Aber jetzt bringen wir das Seepferdchen natürlich auch erstmal weg. Oh nein! Ach, ich habe gar keine Magie mehr. Ach, wie ärgerlich. So, das hier sollten die Nadelfelsen sein. Ah, da unten steht aber auch ein Schild. Natürlich ist mitten im Wasser ein Schild. Warum auch nicht? Ne? Zu den Nadelfelsen. Vorsicht vor trübem Wasser und Seeschlangen. Genau. Gut, hier müssten wir das Seepferdchen eigentlich freilassen können. Du verfügst über merkwürdige Kräfte, Link. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte folge mir. Ja, natürlich. Oh, dir folge ich überall hin, du süßer kleiner Knubbel. Steuerung. Gar nicht mal so leicht. Tada! Hier in den Tiefen unter den Nadelfelsen leben viele gefährliche Seeschlangen. Mein Freund ist dort gefangen. Link, bitte vertreibe all die Seeschlangen und rette meinen Freund. Ich habe den Weg hierhin auf deiner Karte eingezeichnet. Ich will dich nicht drängen, aber bitte rette meinen Freund aus den Fängen der Seeschlangen. Oh, so eine traurige Geschichte. Wo muss ich denn hier hin? Ich glaube ganz nach unten. Ah, nee, genau. Die Höhlen sind hier an der Seite. Ja, und dem helfen wir auf jeden Fall, ne? Also, da seht ihr auch schon, da ist so eine Seeschlange. Erinnert mich so ein bisschen an Mario-Spiele. Da gibt es ja auch immer so Seeschlangen unter Wasser, ne? Übrigens auch schon Sora-Ei. Wie kann man den denn nochmal angreifen? Einfach so? Ich glaube, der ist irgendwo am Nacken verwundbar. Ah. Da brauche ich Magie, um den anzugreifen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie man die besiegt. Oh nein! Oh nein, jetzt hat er mich gesnackt! Gibt's doch gar nicht. Also wenn ich Magie hätte, könnte ich den einfach so anchargen, glaube ich. Aber das Problem ist, ich habe jetzt gerade keine Magie mehr. Vielleicht kriegen wir da unten was.
Ah, hier sind auf jeden Fall so Pötte. Und ich meine, man kann die halt anchargen am Nacken. Ja, ja, deswegen kriegt man hier auch diese Magie-Dinger. So, jetzt sollte es deutlich leichter sein, die zu besiegen. Ich glaube, man kann die auch ohne Magie besiegen, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Ja, genau. So, Treffer Nummer 1. Und Treffer Nummer 2. Oh, diese verdammte Steuerung. Naja, das Ei sacken wir natürlich schon mal ein hier unten. Oh, das vorletzte. Nee, stimmt gar nicht. Quatsch. Zwei Stück müssen wir noch. Das vorvorletzte. Aber wir werden trotzdem alle Seeschlangen besiegen, einfach um dem kleinen Seepferdchen zu helfen. Es ist so goldig. Es hat verdient, dass wir ihm helfen. Okay, ja, immerhin eine Schatztruhe. Ja, wobei, wenn da Rubine drin sind, bringt es mir nicht so wirklich was, denn ich habe schon 200. Ah, ja, ja, okay. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Seeschlangen es gibt oder Seeschlangenhöhlen. Vorne ist noch eine. Ich orientiere mich einfach jetzt mal von unten nach oben und dann schauen wir mal. Okay, noch eine besiegt. Ja, und ich würde sagen, langsam aber sicher bekommen wir das Ganze ja hier hin. Ach, natürlich schon wieder Rubine, ne? Kann das sein? Ja, ja, ja. Okay, eigentlich kann ich die Kisten auch zulassen. Tja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.